wird es aus dem Fenster da oben in der Mitte rausrauchen. Da wird dann auch eine Puppe sein. Und diese Puppe wird über unseren Sprungretter gerettet. Das ist ein großes, aufblasbares Kissen, das wir dann hernehmen, wenn es sehr schnell gehen soll mit der Menschenrettung oder wenn wir keine andere Möglichkeit mehr sehen, über die Steckleiter hochgehen und diesen Brand dann natürlich auch löschen. Jetzt werde ich mal versuchen, kurz zu klären, wie die Lage ist. Einen Moment bitte. Zur Überprüfung bringen, und das wollen wir uns jetzt ersparen. Das Ergebnis ist auch das gleiche. Leiter vom Dach, die tragbare, und wird zum Einsatz gebracht. Der Sprungretter wird nicht direkt am Einsatzort in Stellung gebracht oder aufgeblasen, sondern in einer gewissen Entfernung, weil man von oben nicht genau sieht, wann der Einsatz bereit ist. Gut, und jetzt kann die Person, die da oben steht, springt jetzt rein. Wird sofort rausgezogen aus dem Kissen und er wäre sofort wieder einsatzbereit, falls noch eine weitere Person jetzt am Fenster steht, der das am Tag 10-mal macht, 10-mal rauf und runter steigt und kein Problem mit der Leiter hat, oder eine ältere Dame oder ein älterer Herr, der vielleicht in seinem Leben noch nie eine Leiter gestiegen ist und gar nicht weiß, ob er das kann. Das ist natürlich für die Einsatzkräfte, die jetzt da die Rettung vornehmen, ein wichtiger Hinweis, weil entsprechend werden die dann natürlich die Person unterstützen. Die Person ist erstmal gerettet worden und erst in einem zweiten Gang des Problem, das ja noch immer existiert, ein Feuer, gelöst wird. Dazu wird dieses Schlagrohr einem Seil befestigt, weil wir die Vorschrift haben, dass ein Fußmann die Strahlung nur bis zum ersten Stock eines Hauses mit aufnehmen kann. Und da sind wir ja vielleicht höher, auch wenn es unwesentlich ist. Der Druck zieht im Schlauch hoch bis zur ersten Kupplung, also da oben auf gewisse Bewegung, sondern er wird erst einmal irgendwo in die Luft spritzen oder abgewandt vom Feuer und erst im zweiten dann das Feuer löschen. Es kommt leider vor. Kann sein, dass sich dann eine Wasserschlacht entwickelt, wenn die Gefahr nicht so groß ist. Und dann wird das Feuer gelöscht. Sie sehen es, es kommt weißer Rauch. Es dauert immer lang, bis dann das Feuer in Gewalt ist. Kleinfeuer auf Dach, Eindruck unter dem Jahr, 1C, zweiter letzte Person, 2 RGB. Wir haben ein Kleinfeuer am Dach,
nicht, sondern zwei Personen gerettet und einen Rettungsdienst übergeben. Das ist korrekt. Ja, verstanden. Die Männer gehen vorher aus. Vorher aus kann immer nur der Einsatzleiter gehen, weil der nochmal dann nach den Löscharbeiten den Bereich kontrollieren muss, wo es gebrannt hat. Und erst wenn er der Meinung ist, das passt alles, dann gibt er auch an die Einsatzzentrale das Stichwort Feuer aus. Und dann im nächsten heißt es. Ja, alles. Diese um Beine und Arme. Ja, der Beine halt.